Vor 20 Jahren stellte die DB AG einen farbenfroh lackierten Zug auf die Gleise, ausschließlich für Sonderfahrten. Bezeichnung: Touristikzug. Er sollte Messegäste, Kongressteilnehmer und Urlauber zu ihren Reisezielen befördern. Und weil man diesem speziellen Einsatz eine große Zukunft weissagte, gab die DB einen weiteren, nahezu baugleichen Touristikzug in Auftrag, ebenfalls zehnteilig. Dazu wurden bereits bestehende Wagen umgerüstet, vor allem die des Lufthansa Airport Express. Den hatte die Lufthansa von 1982 bis 1993 im Schienenpersonenfernverkehr eingesetzt, als Ersatz für Kurzstreckenflüge zwischen Düsseldorf und Stuttgart zum Flughafen Frankfurt am Main. Gezogen wurden die Touristikzüge unter Fahrdraht von einer Baureihe 103, ansonsten von 2218er in Doppeltraktion. Alle drei Loks wurden in denselben Farben wie die Wagen lackiert. Weil in den Folgejahren die Züge immer weniger nachgefragt wurden, kam bereits 2001 das Aus. Die Wagen des ersten Zuges bietet gegenwärtig die Fachhandelsorganisation für Spiel und Freizeit, die FEDES AG, an. Die Touristik-Lok, eine Baureihe 218, exklusiv von Rocco, hatte sie bereits im vergangenen Jahr auf die Modellbahngleise rollen lassen und wir haben sie vorgestellt. Die Touristikwagen kommen aus Italien, genauer von der ACME. Die Abkürzung steht für Anonima Costruzioni Modellistiche Esatte, was so viel wie Gesellschaft für den Bau von vorbildgetreuen Modellen heißt, und zwar in der Nenngröße H0. Die in Mailand ansässige Gesellschaft fertigt diese Modelle ebenfalls exklusiv für FEDES. Lieferbar sind momentan das dreiteilige Set A und das Set B mit zwei Wagen. Hier stellen wir das Set B vor. Zwei Wagen für knapp 150 Euro sind nicht gerade ein Schnäppchen, vor allem weil die Fahrzeuge werkseitig quasi nackt ausgeliefert werden, sogar die Kupplungen sind noch einzustecken. Der Inhalt eines prall gefüllten Zurüstbeutels für jeden Wagen muss angesteckt bzw. geklebt werden. Zum Glück liegt eine bebilderte Anleitung bei. Die Bügelkupplungen verursachen zwischen den Wagen große Zwischenräume, vor allem in Gleisbögen. Wer es enger haben will, kann nachrüsten. Die Kupplungsschächte erfüllen NEM 362. Die Wagen rollen ohne Zwang im Märklins C-Gleis R2. Die Drehgestelle haben sogar noch Luft für engere Radien. Allerdings ragen die maßstäblich langen Wagenkästen dann weit über die Schiene hinaus. Die Fertigung ist tadellos, wir konnten keine Mängel entdecken. Die Räder laufen exakt rund. Buchstaben und Ziffern werden mit scharfen Kanten wiedergegeben, auch die Lupe fand keine Schwächen. Bei der Lackierung waren einige Mängel zu entdecken, die aber hauptsächlich in der Vergrößerung sichtbar wurden. Die Wagen prunken mit kompletter Inneneinrichtung. Laut Produktbeschreibung sind sie vorbereitet für Innenbeleuchtung. Die Ausstattung dazu fehlt jedoch beim hier hinten laufenden Clubwagen ganz oder teilweise, denn dessen Achsen haben keine Schleifer. Was bei näherem Hinsehen auffiel, war der Farbunterschied zwischen Lok und Wagen. Die weißen Flecken in den Wagendächern sind deutlich heller als die der Lok, das Blau, das Gelb und das Grün an den Wagenflanken sind satter als das an der Lok. Da merkt man die verschiedenen Hersteller.
Die Wagen tragen das Revisionsdatum 29.09.95, sind also Vertreter der Epoche 5, die von 1990 bis 2006 dauerte.